Wie würden Sie einem Menschen über 60 erklären, was Sie machen? Ich arbeite an einem Format, das sich mit dem, ja, einem Nachrichtenkommentar quasi beschäftigt. Oder einem, mhm. Einfach im Prinzip mache ich einen Kommentar oder einen Blog über aktuelles Weltgeschehen. Mhm. Aber Sie machen keine Nachrichten? Nee, das nicht. Ich kenne aber viele junge Leute, die sagen, Löw Lloyd, der macht Nachrichten. Ich kenne sogar Leute, ganz junge Leute, die sagen, ich gucke jetzt Nachrichten und schaue dann Löw Lloyd bei YouTube. Ja, es sind ja vielleicht auch News, Neuigkeiten oder eben auch Nachrichten für die Leute, aber in erster Linie ist es halt mein Kommentar zu dem, was jeweils passiert ist. Mhm. Das heißt, das beinhaltet dann auch eine große Verantwortung. Wenn der Kommentar zu tendenziös wird, wenn sie in eine ganz bestimmte Richtung geht, das dann muss man wissen, da gibt es sehr, sehr junge Leute da draußen, ihre wichtigste Kundschaft, sage ich mal, ist zwischen 16 und 24. Ne? Mhm, ungefähr. Wie viele sind das? Auf meinem YouTube-Kanal jetzt aktuell über 2,7 Millionen. Allerdings bei der Frage der Verantwortung ist es eben so, dass ich als Plattform gerne dienen möchte, wo Leute dazu angeregt werden, eben sich tatsächlich auszutauschen und auch gegenseitig beispielsweise zu diskutieren, zu argumentieren, eben um gegen meine Meinung zu sein, zu wettern und eine eigene haben, eine eigene zu finden. Es gibt in unserer heutigen Gesellschaft nichts Wichtigeres als eine eigene Meinung und da einfach ein Forum zu bieten, nämlich eben nicht zu sagen, meine Meinung ist jetzt das, was hier zählt, sondern wie ist eure Meinung? Seht ihr das anders? Mhm. Seht ihr das genauso? Warum? Und das ist halt immer noch eine sehr wichtige abschließende Frage. Und ich sehe es halt an den tausenden Kommentaren unter meinen Videos auch, dass was da tatsächlich entsteht, dass Jugendliche unglaublich interessiert sind und sich austauschen möchten. Dagegen sind natürlich diese neutralen Nachrichten, die wir so kennen, mit denen wir so groß geworden sind und von denen man sagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Also jemanden, der das ganz neutral einschätzt, das ist natürlich dagegen unheimlich langweilig. Ne? Ich bin einfach ein großer Freund von sozialen Netzwerken. Und die Möglichkeit eben, ein Forum zu bieten für einen öffentlichen Austausch, ist halt das, was ich spannender finde als beispielsweise Fernsehnachrichten, die ja sehr als Einbahnstraße fungieren und nur zum reinen Konsumieren einladen, ohne dass ich irgendwie gezwungen bin, eben weil mich beispielsweise jemand provoziert, mir überhaupt eine eigene Meinung zum Gesagten zu bilden. Das ist ein interessanter Satz. Also eine eigene Meinung ist im Grunde das Wichtigste, was es sozusagen heute gibt. Und ich habe häufig das Gefühl, das führt auch dazu, dass wir immer mehr in so einem Schwarz-Weiß-Denken auch wirklich verhaftet sind. Das reklamiere ich auch für mich. Verhaftet sind. Ich habe das befürchtet, dass Sie das tun. Wir schauen uns einmal kurz an, wie Sie sich gestern oder vor zwei Tagen des Flüchtlingsthemas angenommen haben, wie Sie dieses Thema aufbereiten. Sehr interessant zu sehen, wie Sie auch versuchen, sozusagen gleich das, was möglicherweise kommt als Reaktion, einzubinden und vorwegzunehmen. Wir schauen mal rein. Wie fällt denn dann die Reaktion aus? Also das ist ja eine sehr, 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 sehr klare Ansprache, eine sehr klare Ansage auch. Und im Grunde schwingt die Angst ja schon mit vor dem, was da gleich kommt. Angst ist das gar nicht, das ist erfahrungswert. es ist sehr unterschiedlich. Ich bin ja viel in sozialen Netzwerken unterwegs. Also die großen fünf. Twitter, Facebook, Instagram. YouTube, Tumblr, solche Sachen halt. Jedes soziale Netzwerk hat völlig unterschiedliche Communities, die auch zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. So ist es auf Twitter und YouTube tatsächlich so, dass ich ein sehr offenes, sehr junges, sehr weltoffenes Publikum einfach habe, die mit dem Thema anders umgehen und die auch auf einem anderen Niveau über dieses Thema diskutieren. Auf Facebook beispielsweise habe ich das Gefühl, Facebook driftet in Deutschland sehr nach rechts. Das liegt daran, dass diese rechten, uninformierten und zum Teil unendlich dummen Postings unglaublich schnell viral Postings gehen. Postings sind Kommentare, ne? Für Menschen wie mich über 46, dass man das so macht. Genau, weil diese Sachen unglaublich schnell viral gehen, weil die Leute irgendwas lesen, absolut uninformiert sind, diese Texte wahnsinnig plakativ sind und alles bedroht unsere Kinder und vergewaltigt wird sowieso jeder. Und das wird halt geliked, völlig blind. Und deswegen war dieses Video, weil ich das eben auch auf Facebook teile, dieser Bereich bezieht sich sehr speziell. Aber das meine ich, da haben Sie doch eine wirklich große Verantwortung. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die Sie hatten, da ging es um eine wilde Verschwörungstheorie, der Sie dann auch aufgesessen sind. Die Verschwörungstheorie, dass es, glaube ich, die Amerikaner selbst waren, die dafür gesorgt haben, dass Flugzeuge gegen Twin Towers fliegen. Ich habe das Problem gehabt, dass ich nach dem Checken einer 10. und 11. Quelle immer wieder gefunden habe, dass es aus Russland Behauptungen geben würde, aus Regierungskreisen, dass man dafür Beweise hätte.
Das Problem ist allerdings, dass diese Story irgendwann so aufgebauscht wurde, dass es einfach auf unendlich vielen Websites zu lesen war. Mhm. Und ich blöderweise in diesem Moment keine Gegenargumentation dazu gefunden habe, weil die Leute, die das eben verfasst und gespreadet, also verbreitet haben, überhaupt nicht an einer Gegenmeinung interessiert waren. Und das war der große Fehler, der mir da tatsächlich passiert ist, der auch dann eine Richtigstellung gefordert hat. Was meint ihr? Aber da schläft man da mal eine Nacht schlecht, wenn man das weiß. Ich meine, da sitzen zweieinhalb draußen zwischen 16 und 24, für die Sie ein Idol sind. Und die sagen, wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Nee, das ist ja einfach nur dann der innere Anspruch auch an sich selbst, dass man dann im nächsten Video genau denselben Leuten auch sagt, Moment. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon in den Kommentaren gelesen. Ich hatte es unter dem Video auch dann sofort kommentiert. Das war so nicht, sondern so. Das ist dann einfach in meiner Verantwortung, dass sowas auf jeden Fall gemacht werden muss. Fühlt man sich dann wirklich wichtig und bedeutsam, wenn der Anruf aus dem Kanzleramt kommt? Haben Sie eigentlich Lust, die Bundeskanzlerin zu interviewen? Erstmal. Das ist interessant. Ne? Also nicht, wie ist läuft arg der angegriffen worden? Hätte das zu milde gemacht, dass ich. Ja, wie lief das denn ab? Also Sie haben nicht dort angefragt, sondern die haben Sie angefragt. Ja, genau. Erstmal fühlt man sich nicht wichtig und bedeutsam, weil man erstmal am Telefon hängt und sich denkt, Seibert. Ja, oh. Das war tatsächlich. Ich war unglaublich überrascht. Stefan Seibert hat Sie angerufen, der Regierungssprecher. Wir hatten ein Telefonat. Aber es ist halt. Ich bin mir auch sicher, dass seit ich diese Telefonnummer habe, mein Handy nonstop abgehört wird. Hast du mir erst mal gedacht, versteckte Kamera da irgendwas? Also ich würde dir das doch nicht glauben. Tatsächlich nicht. Also nach der. Und ist das Selbstbewusstsein dieser jungen Leute? Nein, natürlich nicht versteckt. Natürlich rufen die Kanzlerin ruft mich an. Nach der zweiten oder dritten Mail wurde es dann halt sehr konkret. Und dann habe ich mir halt gedacht so. Wow. Okay, machst du das mal. Wäre doof, wenn nicht. Also wenn man mir da so eine Herausforderung im wahrsten Sinne vor die Füße knallt, dann. Und fängt man dann an, im Kopf zu rattern und zu sagen, oh mein Gott, was habe ich eigentlich alles schon über Angela Merkel gesagt? Was habe ich alles schon Böses über sie verbreitet? Nö, gar nicht. Das würde ich auch. Ich war vor dem Interview kein großer Merkel-Fan, bin es nach dem Interview auch nicht. Ist zu alt. Könnte man das ersetzen durch erst recht nicht? Ja, vielleicht. Ja. Also die Sache ist halt einfach folgende. Ich habe dann in erster Linie natürlich, wenn man sich fragt, wie das zustande gekommen ist, gedacht, was mache ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich? Also habe ich mich dafür entschieden, Fragen aus der Community zu nehmen. Ich habe halt meine Abonnenten und Follower gefragt, was sind eure Fragen? Habe extrem fleißig in den ersten Tagen Excel-Tabelle angelegt tatsächlich und geguckt, welche sind die 15 meist gefragten Fragen aus der Community. Hab mir die dann mitgenommen dahin, hatte halt die halbe Stunde Zeit, hab's geschafft, 13 von den Fragen zu stellen. Und wie das abgelaufen ist, ist ganz einfach. Man ist jetzt einfach mal schematisch dargestellt. Man kommt 15 Uhr an, 15.30 Uhr soll das Interview sein, dann wird bis 15.28 Uhr alles vorbereitet. 15.29 Uhr öffnet sich die Tür, es wird kurz kälter, Frau Bundeskanzlerin betritt den Raum, setzt sich auf den Stuhl. Man stellt 30 Minuten lang. Das ist die Kälte der Macht. Wahrscheinlich. Ja. Man stellt 30 Minuten lang die Fragen. Ja. Sie hat natürlich jetzt den Bürgerdialog gesucht. Sie wollte halt, was ich nach zwei Legislaturperioden. Wem würden Sie sagen, hat das Ganze mehr genutzt? Ihr oder Ihnen? Win-win-Situation. Ich glaube, ja, man kann vielleicht von einer Win-win-Situation sprechen. Ich meine, es werden sich wenige 16- bis 24-Jährige vorher, oder zumindest nicht über 3,8 Millionen von denen, eine halbe Stunde Kanzlerinterview gegönnt haben. Dadurch hat sie natürlich eine neue Zielgruppe erschlossen. Das heißt, sie hat sie benutzt. Sie hat mich wahrscheinlich benutzt, sie haben sich benutzen lassen, an die jüngere Zielgruppe heranzukommen. Allerdings hat sie ja in Wir schauen mal kurz rein. Und ich mag ehrlich gesagt wirklich, da konnte ich die Kritik auch überhaupt nicht nachvollziehen, ich mag die erste Frage, weil sie genau in diese Richtung geht, der Auftakt dieses Interviews. Wir schauen uns das mal an, bitteschön. So, wenn man in der Situation dann ist, ärgert man sich dann hinterher und denkt, mein Gott, also
Ich habe doch sonst so eine direkte, klare Art und Weise zu fragen und auf die Sachen zuzugehen. Und in der Situation habe ich es nicht gemacht. Zu viel Respekt? Nee, die Sache ist, ich war für meine Community da und habe halt, wie gesagt, deren Fragen mitgenommen und gestellt. Die jetzt hast du natürlich, hat man die Wahl. Gehe ich hin? Nennen Sie fremdgesteuerte... Nennen Sie fremdgesteuert. Und nach 3 Minuten heißt es, okay, hier, Schlopp, das war's. Dann habe ich eine provokante Frage gestellt. Man hätte hinterher alles zerrissen. Wie kann der so dämlich sein, sich da hinsetzen und sich nach 3 Minuten rausschmeißen lassen? So habe ich mich dahin gestellt, habe 13 Fragen von 15 gestellt, die allesamt zumindest wichtige Fragen so beantwortet worden sind, dass die Leute, die diese Fragen gestellt hatten, sich ein Bild davon machen konnten. Kann ich mit dieser Partei, mit dieser Kanzlerin was anfangen? Ja, nein. Gerade bei eben Themen wie Legalisierung von Marihuana oder eben der Homo-Ehe hat sie sich ja sehr klar und drastisch geäußert. Genauso wie sie als, das finde ich interessant, dass Politiker sowas immer noch machen, mir für das Video versprochen hat, dass das transatlantische Freihandelsabkommen keine negativen Auswirkungen auf Deutschland hat. Da bin ich gespannt, aber eine Maut wird es mit ihr ja auch nicht geben. Und das ist halt eine Sache, ich denke schon, dass einfach für den Auftrag, ihr Fragen von meinen Zuschauern zu stellen, das wirklich gut geklappt hat. Was haben Sie gelernt grundsätzlich aus dieser ganzen Geschichte? Wirklich eines der meistbesprochenen Interviews dieses Sommers, vorher noch teilweise wirklich gefeiert, großes Spiegel-Interview und so weiter. Und dieselben Medien waren dann hinterher relativ garstig zu Ihnen. Ja, das ist ja Ihr Job. Also beziehungsweise, wenn es vorher immer heißt, YouTube oder dieser LeFloid, das ist das neue Ding, dann bietet es sich natürlich auch unglaublich an, das neue Ding erstmal wieder richtig schön in den Boden zu stampfen und die eigene Position erstmal ordentlich zu schützen. Das ist eine Sache, so naiv bin ich nicht, dass ich denke, dass man mich da hinterher mit Lob überhäuft, wenn man vorher schon sagt, so wird das den Printjournalismus verdrängen. Dass es dann so zum Teil respektlos war, hat mich tatsächlich auch überrascht. Aber wie gesagt, du hattest es ja so schön gesagt, es war tatsächlich eine Win-Win-Situation. Sie hat eine neue Zielgruppe erreicht und ich habe die Fragen stellen können, die aus der Community kamen und habe zum Teil die Antworten tatsächlich so bekommen, dass sich eben meine Zuschauer ein gutes Bild davon machen können. Wollen sie mit dieser Bundeskanzlerin weitermachen, wenn sie im wahlfähigen Alter sind oder nicht? Also, hoffe, dass wir bei nächster Gelegenheit nochmal die Chance haben, darüber zu reden, wie dieses Geschäftsmodell auch funktioniert. Weil das sehr interessant ist. Immer interessant, so diese Ernsthaftigkeit auch zu erleben, mit der Sie das machen. 60, 70 Stunden teilweise pro Woche, habe ich zumindest in einem Interview gelesen, betreiben das wirklich sehr, sehr ernsthaft. Das ist ganz, ganz viel Arbeit, die da drin steckt. Und ich finde, diese sehr ungewöhnliche, unkonventionelle Art und Weise, die Dinge zu betrachten, erreicht auf jeden Fall sehr, sehr junge Menschen, von denen man immer annimmt, die sind furchtbar politikverdrossen und müde. Also insofern etwas, was definitiv auf Ihrer Habenseite steht. Herzlichen Dank, LeFloid. Vielen Dank.